VIP Stage Talk. Herzlich willkommen wieder zurück an der Berufsmesse hier in Zürich, bei der Berufswahl-Stage. Ich sitze hier wie vorher mit der Frau Silvia Steiner. Sie ist Regierungsrätin und Bildungsdirektorin beim Kanton Zürich. Vorher haben wir es darüber gehabt, was sie für einen Beruf machen und wie sie dazu gekommen sind. Jetzt möchte ich mehr so ein bisschen Fokus auf unsere Berufswelt setzen. Und wir wissen ja, in der Schweiz haben wir ein duales Bildungssystem. Das heisst, man kann sowohl ins Gymnasium gehen als auch in die Sekundarschule. Wo sehen Sie den beiden Wegvorteile? Also ich glaube, was man von beiden Wegen muss sagen, ist, dass wenn man die Grundausbildung abgeschlossen hat, es nicht fertig ist. Sondern man muss sich weiterentwickeln, muss sicher noch weiterbilden. Das heisst, wenn man eine Lehre abgeschlossen hat, muss man sicher schauen, dass man vielleicht noch ein BMA hängt oder in die höhere Berufsbildung geht oder allenfalls schaut, dass man an eine Fachhochschule kommt und nach der Matur sollte man schauen, dass man sich auch weiterbildet, sei das in einem Beruf oder sei das eben mittels Studium an einer Hochschule. Von dem her ist das eigentlich gleich. Ich glaube, was der grosse Vorteil ist, ist der, dass junge Menschen, die vielleicht mit 12 oder 15 bereit sind, um sehr viel zu lernen in der Schule und nicht unbedingt das Bedürfnis haben, sich jetzt gerade praktisch zu betätigen, dass für die das Gymi sicher richtig ist. Das sind im Moment etwa 20% von unseren Schülerinnen und Schülern. Und die anderen gut zwei Drittel von der junge Menschen in unserem Kanton wählen den Weg von der Berufslehre. Und ich glaube, die Berufslehre ist wirklich etwas, das einem auch wieder sämtliche Wege eröffnet. Wir haben ja ein voll durchlässiges System. Also wenn man eben, man muss sich nicht entscheiden, den oder den Weg zu gehen, sondern man kann eben auf vielen verschiedenen Wegen auf Rom kommen, wie man so schön sagt. Oder das heutige Querbeet ist eigentlich das frühere geradeaus. Okay, also beide Wege haben eigentlich Vorteile in dem Fall. Jetzt ist es aber so, immer und immer wieder wird berichtet von zunehmendem Leistungsdruck, der auf Schüler ist, vor allem wenn man sich immer und immer weiterbilden muss und eigentlich nie fertig ist. Was sagen Sie so dazu? Wie sehen Sie das? Also ich glaube, wenn das hintereinander kommt, ist das nicht ein Grund für den grossen Leistungsdruck. Ich glaube, dass der Leistungsdruck wirklich gross ist. Man erwartet viel von unseren jungen Menschen. Es ist auch so, dass unsere Gesellschaft sehr viele Herausforderungen und Schwierigkeiten bietet. Das hat man jetzt auch gerade gesehen in der Corona-Krise. Also man muss in Bezug auf Digitalisierung muss man gut drauf sein, man muss noch sozialkompetent sein, man muss schulisch gut drauf sein, man muss sich gut können organisieren. Also es sind halt sehr viele Anforderungen, die an unsere jungen Menschen herangehen. Und ich glaube, dass wir auch einmal als Gesellschaft müssen akzeptieren, dass die jungen Leute eh schon sehr viel leisten und dass man vielleicht die Ausbildungen auch so gestaltet, dass ihnen auch noch ein bisschen wohl ist und dass sie immer das Ziel vor Augen können haben. Aber der Leistungsdruck, der ist unbestrittenermaßen zu gross für mich, manchmal fast ein bisschen zu gross. Okay. Und was wäre so eine Angehensweise, um den Leistungsdruck zu vermindern? Was wirklich eine wichtige Sache ist, dass man sich auch im Team formiert. Also dass sie beispielsweise, wenn sie sehen, in ihrer Klasse gibt es einen grossen Druck, weil gewisse Sachen nicht können, dann muss man sich einfach bewusst sein, im Team ist man immer viel stärker. Und dort wäre jetzt eben Klassengeist gefragt, dass man sich gegenseitig aushilft. Der, der gut im Franz ist, hilft dem anderen im Franz. Der, der gut in der Mathe ist, hilft dem, der im Franz gut ist, aber in der Mathe schlecht. Und dass man miteinander das Gespräch sucht, sich austauscht und schaut, dass man einander stützt und hilft. Ich glaube, das ist eh etwas, was in unserer Berufswelt zunehmend an Wichtigkeit wird gewinnen, dass man im Team kann arbeiten und das Team sich gegenseitig eben unterstützt und durch das auch zu Höchstleistungen antreibt und die Höchstleistungen auch ermöglicht.
Also Teamarbeit und Teamgeist ist extrem wichtig in dem Fall. Ja. Gut, wir machen jetzt nochmal einen kurzen Unterbruch mit einer kurzen Musikpause und dann geht es nochmal weiter mit dem letzten Teil, mit dem Interview mit der Frau Silvia Steiner. Berufswahl Stage wird realisiert von den Lernenden von Content Makers.